komm unser Leben, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium des heutigen Tages möchte ich einfach mal nicht vorlesen, sondern Ihnen deutlich machen, das Evangelium gehört eigentlich in unser Herz. Wir müssen als gute Christen die Seligpreisungen aus dem Kopf können. Aber das, in der Pastorstunde war es zu lustig, da sind wir nicht dazugekommen. Und viele haben das schon damals nicht ernst genommen, da wundert man sich, was dann rauskommt. Unser Herr Jesus Christus spricht: Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Was hilft es, wenn es der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Seht ihr, hier wird schon das angesprochen, das Problem. Wo der Glaube verloren geht, fängt der Schaden an der Seele an. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Bloß, man darf es nicht so deutlich sagen, dann sagt, ja, das ist nicht richtig. Nein, was Christus uns sagt, das ist richtig. Und da bleiben wir auch dabei. Wir haben heute eine Überraschung. Damit Sie sich nicht so lange nur immer an meine Stimme gewöhnen müssen, da wollen wir uns mal ein bisschen abwechseln. Und da hören wir jetzt nach dem Evangelium den ersten Teil der Predigt und dann kommt nach dem Lied der zweite und nachher nach den Fürbitten der dritte. Also jetzt erst der erste Teil. Liebe Gemeinde im Herrn, Udo Lindenberg singt in einem seiner Lieder: Komm, wir ziehen in den Frieden. Damit trifft er den freiliegenden Nerv unserer Zeit. Viele empfinden schon, der Friede ist bedroht, auch bei uns, wie schon lange nicht mehr. Ich beobachte, bis in die kleinste Zelle ist der Streit und Krieg schon vorgedrungen. Frieden war uns jahrzehntelang etwas Selbstverständliches. Nach dem Fall der Mauer stellte sich ein Gefühl ein, als ob es keine Alternative zum Frieden geben würde. Dabei hatte die EU tiefe Gräben überwunden. Fakt ist, jede Familie hat ihre Geschichten von Krieg und Frieden. Selbst ich bin ein Zeuge der Folgen eines wahnsinnigen Krieges. Meine Familie musste schweres Leid ertragen. Härteste Verluste durch die Flucht und harte Schicksalsschläge hinnehmen. Heute danke ich Gott für diese Sicht über menschliches Versagen und den verführerischen Wahnsinn des Irrglaubens: Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ohne Gott gerät alles aus den Fugen. Das norwegische Nobelpreiskomitee stellte fest, die EU hat Europa von einem Kontinent des Krieges zu einem Kontinent des Friedens gemacht. Leider bröckelt nun auch die EU. Viele egozentrische Strömungen in vielen Ländern schwächen das Ganze mehr und mehr. Wer die Kraft des Friedens klein macht, vergrößert die Gefahr kriegerischer Auseinandersetzungen. In der Ostukraine schwelte ein Krieg,
der offen ausgebrochen ist und sich zu einem Weltenbrand entwickeln kann. Im Nahen Osten und in Nordafrika gibt es in keinem Land wirklichen Frieden. Weltweit werden gegenwärtig weit über 20 Kriege geführt. Komm, wir ziehen in den Frieden. Macht bitte nichts mehr ohne Gott. Vor rund 2500 Jahren sagten die Propheten: Suchet den Frieden und jaget ihm nach. Diese Worte stammen aus einem gedichteten Gebet des jüdischen Psalters. Das hebräische Wort Shalom gehört zu einem Verb, das die Bedeutung genug haben in sich hat. Die Schreiber der Psalmen wissen, dass Friede immer Kompromiss ist. Der Friede ist das Meisterstück der Vernunft, so schrieb es der deutsche Philosoph Immanuel Kant. Friede ist ein Zustand des gegenseitigen Respekts, des Zusammenlebens in Harmonie ohne Gewalt. Ein Zustand, der aus gegenseitig entrichteten Leistungen hervorgeht. Das bedeutet, dass sich jeder fragen sollte: Was kann ich zuerst für den anderen tun? Wie kann ich den anderen helfen? Und wie kann ich der Gesellschaft am besten dienen? Wenn das erreicht ist, dann herrscht Gerechtigkeit und Menschen leiden nicht aneinander oder an den Umständen. Gerade in unserer heutigen Zeit, die so sehr von Terror und Krieg, von Hektik und Hass beherrscht wird, sehnen wir uns nach diesem Frieden, Shalom. Alle sollen das zum Leben haben, was sie brauchen. Gerechtigkeit soll herrschen und alle Macht dem Recht dienen. Er schließt den Frieden mit der Natur ein, den Frieden mit anderen Menschen und den Frieden zwischen den Völkern. Die Grundlage jedoch ist der Friede mit Gott. Diese Grundlage gerät aber, wie wir deutlich sichtbar wird, aus den Fugen. Viele unserer Zeitgenossen sind fast blind für die Thematik der Gottesbeziehung. Oder sie sprechen gar nicht mehr davon und basteln sich ihr eigenes Weltbild. Wir haben uns von Gott entfernt. Wir haben die gemeinsamen Maßstäbe verloren. Und nun leben wir in Unfrieden mit der Natur, im ewigen Wettstreit mit anderen Menschen und häufig im Kampf mit anderen Völkern. Shalom, Frieden. Das bedeutet für den Beter mehr als das Schweigen der Waffen. Wir überfordern uns, wenn wir meinen, einen solchen Zustand der Ganzheit des Friedens herstellen zu können. Wir Menschen können es nicht. Der umfassende Frieden ist unverfügbar. Wenn es ihn gibt, ist Frieden immer ein Geschenk. Erst dieser eine, Gottes Sohn, Jesus Christus, eröffnet uns den Weg. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir in Frieden hätten. So steht es in Jesaja, Psalm 53, Vers 5. Wir glauben fest daran, dass Gott uns in Jesus diesen Frieden geschenkt hat, dass mit Jesu Geburt der Friede auf der ganzen Erde angebrochen ist. Der ganze Weg Jesu war ein einziges und ein einzigmaliges Friedenbringen. Dies wurde bereits in der Weihnachtsbotschaft durch den Engel auf den Feldern von Bethlehem verkündet. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Jesu ganze Botschaft
ist eine Friedensbotschaft. Vielleicht am besten zusammengefasst in den Seligpreisungen. Dort sagt er: Selig sind die Sanftmütigen und die Gewaltlosen, denn sie werden die Erde besitzen. Der Weg Jesu ist dem Shalom gewidmet. Sein Sterben und Auferstehen schafft die Erlösung aus Sünde und Befreiung von der Bosheit. Damit wird deutlich, mit Jesus haben wir die wichtigste Voraussetzung für diesen Frieden. Wenn Frieden, dann niemals ohne Jesus. Im Jahr 2019 dachten wir daran und jährte sich die friedliche Revolution zum 30. Mal. Es war ein kleines Fest, sonst ist bei uns viel mehr los. Aber eigentlich hätten wir allen Grund gehabt zu danken. Aber man merkt auch, nach Wohlstand bleibt man auch unzufrieden. Und achte darauf, das Gift allen Friedens ist die Unzufriedenheit und der Neid. Und da gibt es ein schönes deutschen Gedanken dazu. Neid zerfrisst. Nicht über den ich mich ärgere, sondern mich selber. Und das ist gefährlich. Durch diese einmalige Revolution ohne Gewalt, vergesst das bitte nicht, war in der deutschen Geschichte das erste Mal, haben wir gelernt, mit Mut, Fantasie, einem langen Atem, friedlicher Gesinnung und nicht zuletzt mit einem aufrechten Gottvertrauen. Und das fehlt heute auf der Straße. Das Gottvertrauen ist weg. Es ist nur Meutern und das kann nicht Frieden bringen. Wer mit Gift kommt, kommt selber mit Gift um. So einfach ist das. Gottvertrauen ist es möglich, die Verhältnisse wirklich gewaltlos zu wandeln, denn jede Veränderung des Menschen fängt im Herzen an. Ist es in der Liebe nicht genauso? Erst sieht man sich und dann kommen die Gedanken dazu. Oh, da denkt man, das wäre eigentlich die Richtige. Und dann kommt die Annäherung, jetzt kommt die Testphase. Was denkt sie davon, was macht sie da, wie reagiert sie darauf? Und so kommt man sich näher, bis man sagt, wollen wir heiraten oder wollen wir es lassen? Und wir sagen, die vielen, wir heiraten zwar, aber lassen es wieder ablassen. Und das ist nicht gut. Es sind immer solche Phasen, auch im Leben. Wenn wir uns nicht immer wieder neu entdecken, dann ist die Liebe nicht mehr warm. Und nichts ist schlimmer, als wenn es dann so endet, die Pantoffeln, da habe ich doch schon hingestellt und kommst du noch und dann war das Armbrot dazwischen, das war alles. Das kann nicht das Leben sein, denn das ist viel zu schnell auch vorbei. Die Kerzen damals und die Friedensgebete haben die friedliche Revolution zum Erfolg geführt. Erinnert ihr euch noch dran, wie wir von hier aus losgelaufen sind zum Bürgermeisteramt und haben die Kerzen dorthin gestellt nach dem Friedensgebet? Ist nie wieder passiert. Wir sind als Kirche wieder zurückgedrängt, haben uns zurückdrängen lassen und da sind wir still und machen uns das nun so hin und dann guckt man so zu, wie nach und nach die Kirche stirbt. Und da gucken alle zu. Und wisst ihr, wo das anfängt, dass das nicht sein darf, wenn ihr zu Hause über Glaube, Liebe und Hoffnung sprecht? Redet darüber. Die wissen es doch nicht. In den Schulen ist es jahrelang nicht mehr gelehrt. Und weiter. Diese Revolution, es war der aus der Bergpredigt Jesu gewonnene Slogan, keine Gewalt. Denn die Demonstranten bei den Leipziger Protestzügen
skandiert haben. Dieser Satz hat geholfen. Daran sollten wir uns auch bei der Diskussion um Rüstungsexporte erinnern. Wir gucken alle zu. Und glaub mir das, keiner könnte einen Krieg führen, wenn ihm nicht die Waffen dazu geliefert werden. Jetzt wird's still. Ja, jetzt wird's politisch. Nein, das ist nicht politisch. Das jetzt wird die Wahrheit ausgesprochen. Und glaubt mir das, nicht die, die die Waffen liefern und die Gelder mitmachen, müssen dafür ihre Strafe haben. Wir werden gestraft, weil wir das kleine Volk sind. Und das ist die Ungerechtigkeit am Krieg. Immer. Und es war immer so. Der Einsatz von Gewalt kann sowohl innerstaatlich als auch internationalen Konflikten nur eine allzuletzte Möglichkeit demokratischer Staaten sein. Und das ist wichtig. Demokratie im ursprünglichen Wort, nicht Parteiendiktatur, das ist was anderes. Denn alle Herrschaft geht vom Volk aus, steht nirgends von den Parteien. Wir haben es aber so fest hineingefahren, dass wir sagen, das ist nur die einzigste richtige Form. Deswegen dürfen wir Deutschland Waffen auch nicht an autokratische Regierungen verkaufen. Unsere Regierung und auch wir tragen die Verantwortung dafür, dass Friedensgeschäfte wichtig sind und nicht einfach wegfallen. Es bleibt dabei, nur auf dem friedlichen Wandel der Verhältnisse liegt Gottes Segen. Und da haben wir das. Es gibt keinen Frieden ohne Gott. Und wenn ich unser Dorf angucke, wie viel glauben davon nur noch an Gott? Die wissen ja gar nicht, was die Ursache des Friedens ist. Die Ursache des Friedens ist die Liebe. Ehe dich jemals jemand lieben konnte, hat dich Gott geliebt. Deswegen bin ich auch ein Gegner, dass man mit gesetzlicher Genehmigung Kinder einfach abtreiben kann. Das ist ein Geschenk. Andere wären froh, wenn sie Kinder kriegten, und dann wird das so gemacht. Das ist nicht in Ordnung. Frieden zu suchen, das ist Aktivität auch zu Hause. Der Friede stellt sich nicht von selber ein. Man muss ihn wollen. Aber wir können ihn auch wollen. Das hat nicht zuletzt die friedliche Revolution gezeigt. Was da für ein Schwung durch unser Volk gegangen ist, da spricht auch keiner mehr davon. Aber ist euch mal aufgefallen, wir sind in Werningshausen und auch ich beobachte das in den Familien so zerrissen, weil jeder glaubt, er kann machen, was er will. Das geht auch nicht. Auf dieser Basis jagen wir dem Frieden nach, indem wir immer den anderen beschuldigen. Und das ist der alte Fehler. Immer wieder. Und in der Schöpfungsgeschichte wird schon erzählt, da ist der Adam sogar so frech und sagt zu Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Immer auf dem anderen schieben. Im Kindergarten könnt ihr das beobachten. Wer war das? Die. Die Finger sind das Erste. Aber stimmt ja nicht. Wir. Komm, wir ziehen in den Frieden, heißt es in dem Lied. So gesehen ist der Volkstrauertag ein Tag der Mahnung, den jedes Soldatengrab sagt, nie wieder Krieg. Damit sind wir groß geworden, nie wieder Krieg. Die Männer, die wieder nach Hause konnten, haben alle gesagt, nie wieder Krieg. Jeder Gottesdienst, liebe Schwestern und Brüder, lasst euch versöhnen mit Gott. Und deshalb wollen wir es wagen mit unserer kleinen Kraft, denn Glaube ist auch immer Wagnis, immer wieder. Amen. Wir werden nach dem Vaterunser und dem Segen ans Denkmal gehen. Das ist auch so eine Sache.
Deutsche Sprache ist doch großartig. Was heißt denn das eigentlich? Denk mal. Ich kann auch sagen, denk mal drüber nach. Der Stein steht mitten im Dorf, wo das Leben hin und her geht und sagt immer, vergesst uns nicht. Der Mensch, das ist sein Verhängnis, vergisst zu schnell. Du kannst viel Gutes tun und machst einen Fehler, den vergessen sie nicht mehr. Erzählst das ganze Leben noch, ja, das hat er auch gemacht. Aber anstatt dankbar zu sein für das Gute. Und was sind wir Familien, die auf den Friedhof gehen und ihre Gefallenen nicht mehr gedenken? Das stimmt was nicht. Das gehört zusammen. Und das ist für mich auch die beste Friedensübung für unsere Gefallenen, für alle Menschen, die irgendwie auf böse Art und Weise umgekommen sind, zu beten und zu sagen, Herr, lass ihnen auch dein Licht leuchten. Wir gehen nun dem Weihnachtsfest entgegen. Es geht um das Licht. Es geht nicht um die Lichter, die in Hülle und Fülle brennen. Es geht um das Licht, das zu den Menschen gekommen ist. Christus, unser Herr und Retter. Das ist das. Das ist der Inhalt von Weihnachten. Und Weihnachten heißt nichts weiter, geweihte Nacht durch die Geburt des Christkindes. Das ist Weihnachten. Aber wir nehmen es ja nun aus dem Heidnischen und deswegen gebrauchen die Christen wie die Nichtchristen das Wort ohne nachzudenken. Geweihte Nacht durch die Gedanken, durch die Liebe, durch die Götzen und Götter und alles, was es so wieder gibt, in Hülle und Fülle. Aber es geht nur um das eine Licht, das die Welt erleuchtet hat, auch uns.